Hallo, wir möchten euch heute den Käse aus der Krebelshof-Manufaktur vorstellen. Das ist eine der ersten Manufakturen, die wir hier haben. Und die Schaukäserei findet ihr auf dem Krebelshof in Lohma. Da verarbeiten wir unsere eigene Ziegenmilch, zum Beispiel zu Quark, Joghurt und Schnittkäse. Und dafür habe ich euch mal zwei mitgebracht, um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Wir haben einmal den Apfelzimt hier mit einer Naturrinde und dann den Natur mit einer Wachsrinde. Die Unterschiede sind, dass man bei der Rotschmierrinde, also bei der Naturrinde, die Rinde mitessen kann, ihn dafür aber auch sehr oft pflegen muss, nämlich jeden Tag einmal drehen und schmieren, während die Wachsrinde nicht so anfällig ist in der Pflege, aber halt nicht mitgegessen werden kann. Wir haben viele verschiedene Sorten, die wir jetzt demnächst euch vorstellen werden. Wir haben zum Beispiel den Espresso-Käse jetzt neu in den Hofmarkt gebracht oder vielleicht habt ihr es auf Facebook schon gesehen, haben gerade den Namen für den Ziegen-Ringelblumen-Käse gesucht und werden euch jetzt demnächst immer wieder verschiedene Käse vorstellen.